Hallo und herzlich willkommen hier zur dritten Folge von Transport Fever auf Microhazard TV mit mir, dem Ice Dragon. So, in der letzten Folge haben wir ja jetzt hier alle Züge gekauft und Kutschen gekauft, die das hier jetzt alles ankurbeln sollen quasi. Sind wir schon dabei, das anzukurbeln. Das dauert halt eine Weile, nur bis das angekurbelt ist. Hier haben wir einen schönen großen See, da kann man einen riesen Hafen hinbauen quasi. Nein, machen wir erstmal natürlich nicht, aber gucken wir mal, wie viel. 18 Tonnen, das ist gut. Das sind ja nochmal 2 Tonnen kommen, hätten wir schon einen halben Zug voll. Gucken, hat der hier. Der hatte wahrscheinlich gar nichts, ne? Der hätte die 2 Tonnen. Schafft er das noch? Ja, der schafft das noch. So, okay, Jahresproduktion steigt langsam. Hier ist auch 30 hoch. Muss er doch langsam anfangen zu produzieren hier. Sich zu steigern. Der chillt hier immer noch. Macht Picknick. So, wir haben jetzt hier 2 Tonnen warten für die Lebensmittellinie. Weiß nicht, ob die jetzt beide nach Ahrbrück gehen oder eins nach Ahrbrück und eins nach Marienborn. Das werden wir dann feststellen. Aber dann müssen wir abwarten. Wir können jetzt wirklich nur abwarten. Mehr geht gerade gar nicht. Und ja. Wenn wir dann LKWs hätten und dieses Ding auch noch versorgen würden, die Maschinenfabrik, ja, dann könnten wir natürlich auch noch Werkzeuge herstellen. Weil Werkzeuge laufen auch unter Gewerbegebiet, ja, Einkaufsmöglichkeiten. Hätten wir da schon 2 Sachen, die wir liefern könnten. Könnten wir auch hier machen, auch noch eine Werkzeugfabrik. Und hier hinten immer noch Waren herstellen. Ja, ist da was. Ja, Heidesheim haben wir jetzt noch nicht mit angeschlossen. Das machen wir später, genau wie Hohenau, falls wir überhaupt auf den grünen Zweig kommen. Ich hoffe, das klappt diesmal. Ein bisschen mehr Geld kriegen wir ja diesmal. So, wir haben immerhin jetzt ja 5 volle Waggons. Halber Zug voll immerhin. Sollte dann etwa um die 100.000 bringen. Ja, 108. Zehnfache davon quasi. 108.000. Ja, das wären die halben Betriebskosten, ne? Ja, also eine volle Ladung im Jahr schaffen würde, wäre in den Betriebskosten, von den Betriebskosten her drin wieder. Oder? Warte mal, naja, so in etwa. Gucken wir mal. So, der Zug hat jetzt beide eingeladen. Ja, beide Lebensmittelpäckchen hat er eingeladen. Und ich beschleunige mal die Zeit, damit es hier ein bisschen schneller vorangeht alles. Und wir müssen warten. So, die Zeit ist jetzt auf schnell geschaltet, damit es hier ein bisschen zügiger geht, weil aktuell können wir eh nichts machen. Wir haben schon fast 1 Million Minus, ne? Der Punkt ist, ich bin jetzt, glaube ich, lieber hier im Minus mit dem Kontostand als den Kredit weiter zu erhöhen, weil so sparen wir uns, glaube ich, trotzdem die Zinsen. Ich weiß nicht, fürs Konto gibt es nämlich, glaube ich, keine Überziehungszinsen, also überziehe ich lieber, anstatt den Dings aufzunehmen, den Kredit. Und so, dann kassieren wir jetzt hoffentlich 100.000, müsste jetzt kommen. Zack, genau, 100.000, perfekt. So, 108, genau, sind natürlich immer noch im Minus mit der Linie. Also zweimal müsste er schon liefern, ne, im Jahr, um Plus zu haben. Ob er das schafft, weiß ich nicht. So, das steigt jetzt hier auf jeden Fall schon mal alles. So, das erste Brot liegt ja auch schon wieder. So, er hat, naja, Einnahmen gehabt von immerhin 7.000 Waren für 2 Einheiten Brot. Er hat jetzt wie viel mitgenommen? Keine wieder mal. Beliefert der Marienborn noch gar nicht hier oben? Will er Marienborn nicht beliefern? Finde ich ja nicht nett, ne? So, und wieder ein Jahreswechsel. Wir haben schon 1 Million Minus in der Zwischenzeit. Ja, ich hoffe, dass der Marienborn auch noch beliefert irgendwann, aber jetzt haben wir schon 6 Tonnen Lebensmittel, 7 Tonnen Lebensmittel. Okay. Vielleicht, wenn der Getreidezug wiederkommt. Ach, der ist noch auf dem Weg dahin. Okay, wie viel liegt der schon wieder? 20 Tonnen wieder. Okay. So, die Produktion hier steigert sich so langsam.
Solange wir hier nicht Unmengen an Getreide auf Lager liegen, ist es keine Dings hier mehr Kutschen einzusetzen. Ich habe die schön, schön verteilt hier aktuell. Aber wir haben jetzt immerhin 23 Tonnen. Ja, okay. Dann fährt er jetzt diesmal mit 23 Tonnen, also 3 Tonnen mehr. Wo ist denn der Zug? Da ist er. So. Kommt gerade vom Marienborn wieder zurück, natürlich leer. Und hat hier immerhin 17 Tonnen Lebensmittel liegen. Ich weiß nicht, ob er jetzt alle 17 Tonnen einlädt, das werden wir gleich feststellen. Nein, er hat nur 10 Tonnen eingeladen. Dann sind die anderen 7 Tonnen also für Marienborn. Das ist gut. Dann hat er sein Bestellpotenzial schon auf 73 erhöht. 79. Und die Burg jetzt auf 100. Okay. 100 ist seine Obergrenze, 100, ne? Also mehr als 100 kann er auch gar nicht. So, jetzt kriegt Aarbrück das erste Mal eine Lieferung quasi. Er hat zwar schon eine Tonne bekommen, aber er wartet ja noch auf voll. Und von daher hat er noch nichts geliefert bekommen, Aarbrück. Aber gleich können sie sich auf den Weg machen, die Kutschen. Dann haben sie die erste Lieferung. So, und schon geht's los. Seht ihr, schon machen sie sich vom Acker. Und das war's aber auch schon. 3 volle Ladungen gibt's, also 12 Tonnen. Bekommen sie jetzt Aarbrück erstmal an Lebensmittel, das ist doch schon mal etwas. Weiß ich, hat der Zug jetzt ein bisschen Geld wenigstens gemacht? 33.000, das ist ein Witz, ne? Der muss wirklich auch mehr machen. So, wie viel liegt jetzt hier schon wieder? 8 Tonnen. Ich weiß nicht, ob alle 8 Tonnen auch für Dings sind. So, der Zug hat auch schon wieder abgeliefert, ne? Der andere hier. Na, komm hier. So. Hat auch schon wieder geliefert, aber immer noch minus alles. So, er bringt 8 Tonnen jetzt nach Marienborn hoch. Ist irgendeine Linie schon im Plus? Ja, die Linie, die den Bauhof beliefert, die ist immerhin schon mal im Plus. Was ist das schon mal was? Und besser als nichts, ne? Wenn, wie gesagt, solange wie der Getreidezug es schafft, alles abzutransportieren, macht es ja keinen Sinn, den zu vergrößern oder wie auch immer. So, er hat jetzt schon 105 Potenzial, 120 Potenzial. Denn sollte er natürlich irgendwann darüber nachdenken, sich zu vergrößern, wenn er Potenzial jetzt schon bei 120 liegt. Das ist aber gut, desto höher das Potenzial, desto mehr Waren für mich. So, hier liegen jetzt schon 36 Tonnen. Jetzt machen wir es ja schon fast voll hier. Autospeicherung. So, jetzt machen wir jetzt ja schon voll fast den Zug. Das ist natürlich perfekt. Nur das heißt, dass er nicht mal voll wird. 38 Tonnen werden es nur, aber er ist fast voll. Fehlen nur 2 Tonnen dran. Wir haben 1,5 Millionen bereits minus. Wir lassen das jetzt erstmal laufen. Ich tue jetzt hier nicht irgendwie. Problem ist natürlich, die Fahrzeuge werden natürlich auch dann wieder älter mit der Zeit. Aber wir sehen, dass die Kutschen hier unten schon mal ein Plus produzieren. Die anderen können natürlich noch nicht wirklich, weil die stehen ja bloß rum größtenteils. Und die Züge sind noch, ja, sind noch nicht drin im Rhythmus, dass sie wirklich was produzieren, geldmäßig. So, er kommt gerade wieder zurück oben. Hier liegen 42 Tonnen jetzt immerhin schon. Er hat natürlich einen weiteren Weg, er hier, ne? Der fährt mehr Strecke. Er fährt ja nur hin und her hier. Das Stück, und er fährt ja dieses lange Stück hin und her. Hat etwas mehr Strecke. Das heißt, der Getreidezug kommt öfter an als der hier. So, er kommt da jetzt gleich an, übrigens. So. Mal im Auge behalten ein bisschen. 200.000, jetzt wäre er aktuell im Plus. Aber auch nur aktuell, ne? Weil jahrestechnisch, was Betriebskosten angeht, wäre er immer noch im Minus. Wenn er es dieses Jahr nicht schafft, nochmal zu liefern. So, er hat auch wieder abgeliefert. Mal gucken. Aktuell 104.000 minus dieses Jahr. So, gucken wir uns ihn mal an. Wer hier ist immer aktuell. Lassen wir mal die beiden ein bisschen offen hier. In den Ecken die beiden Züge, und dann gucken wir mal, können wir mal ein bisschen gucken im Auge behalten, wo die gerade sind. So, wie viel Lebensmittel liegen hier? 11, naja, auch nicht gerade viel. Ich weiß nicht, wie viel das hier für Marienborn ist. Aarbrück scheint ihm wichtiger zu sein zu beliefern. 119. So, naja, trotzdem, 11 Tonnen geht er jetzt hoch, okay.
Er hat ja noch gut Getreide und vor allem einen Haufen Lebensmittel auf Lager. Er muss die mal hier rüber kutschieren. Da liegen ja noch 400 Tonnen auf Lager. So, der Getreidezug ist auch bald wieder da. Na, 282.000 Minus schon wieder dieses Jahr immer noch. Wir müssen natürlich erstmal in Plus kommen, dass wir den Kredit vor allem wieder loswerden. Sind ja auch fast 100.000, die uns jedes Mal hier flöten gehen. So, wieder 38 Tonnen. Noch nicht voll der Zug. Der Getreidezug. So, er hat wieder geliefert. Er wird eine Weile brauchen, bis er in Plus kommt. Dazu muss er hier deutlich mehr Nahrung produzieren. Vielleicht wird weniger Waggons fahren können bei ihm. Ja, 31 Tonnen warten wir. Natürlich für beide Städte. Ne? So, jetzt hat er das Lager wieder leer gemacht. Die Lebensmittelfabrik ist jetzt schon leer wieder. Und wir sehen ja, die Betriebskosten gehen ja echt hier in die Höhe. So, wir hatten den Jahreswechsel gehabt. 281.000 hatten wir Miese letztes Jahr. Mal gucken, wie es jetzt abläuft. So, Getreide kommt ja gerade wieder. 20 Tonnen Lebensmittel nimmt er mit. Und er hat wieder abgeladen. So. Ja, aktuell wären wir nur mit fast 10.000 nur im Minus. Jetzt ist natürlich wieder mehr beim Monatswechsel. Wie ihr merkt, ich lasse die Zeit einfach mal schneller laufen, weil es bringt ja nichts, wenn wir ewig lange zu gucken. Wir können ja sonst eh nichts machen gerade. Ich will nicht die Kredite noch weiter aufnehmen. Hier. Könnte ich natürlich noch um 4,5 Millionen, will ich aber eigentlich nicht. Was hatten, das haben die Waggons eigentlich für Betriebskosten, die hier, was die hier. 20.000 im Jahr. Wenn ich 5 wegnehmen würde, dann wäre das 100.000 weniger. Aktuell hatte ich maximal 20 Tonnen, die ich an Lebensmittel transportiert habe. Mehr warten hier gerade auch nicht. Jetzt sind es 21 Minuten. Mal abwarten. Mann. Der Zug ist natürlich auch immer noch im Minus. Wie sieht es denn allgemein aus, linientechnisch? So, gucken wir mal hier rein. Ja, er lädt 18 Tonnen auf. Ich glaube, da hätte echt die Hälfte der Waggons halt auch gereicht, ne? Fünf oder sechs Waggons vielleicht. Dann hätten wir 24 Tonnen. So, er kommt wieder an hier und legt wieder Getreide. Volle 40 Tonnen. Wie viel ist übrig geblieben? 3 Tonnen. Okay. Wir könnten natürlich theoretisch auch die Waggons quasi von dem Zug abnehmen, von dem hier, und sie an diesem wieder ranhängen. Das ging ja auch, ne? Könnte der halt noch ein bisschen Vieh auch noch mitnehmen, theoretisch. Nicht nur Getreide. So, hier am Bahnhof wartet jetzt immerhin schon 34 Tonnen wieder. Produktion 139, also es steigt weiter, deswegen, das muss ich ja erstmal jetzt richtig einpendeln hier. Der Zug ist jetzt zum ersten Mal voll, der Getreidezug, der kommt jetzt auch gleich wieder an hier. Der schießt hier gleich wieder unten rein. So, da ist er auch schon. So, 217.000 ist also der Höchstwert, den wir für den Getreidezug kriegen können. Aktuell sind wir sogar 91.000 im Plus. Und ja, der Getreidezug hat aktuell sogar ein Plus. Aber wir hatten ja gerade erst Jahreswechsel. Ne? Letztes Jahr hatten wir zumindest weniger Minus als dieses Jahr. Oder als das Jahr davor. Ist schon weniger geworden. Ich habe 21 Tonnen jetzt. Lebensmittel weg. Na gut. Er ist immer noch im Minus. Stark im Minus. Ich bin mal gespannt, ob das hier
aufgeht jetzt mit der Zeit. Problem ist, die Betriebskosten werden natürlich jedes Jahr höher, ne? Ihr seht ja, die steigen ja hier immer weiter und das nicht gerade wenig. Quasi sind die Betriebskosten hier 6.000 pro Jahr etwa. Ja. Gut, die Betriebskosten, die Einnahmen sind auch nochmal deutlich, also halt deutlich 20.000 gestiegen, ja, aber. Mal gucken, wir bräuchten natürlich schnellere Züge. Die schnellere Züge würden natürlich dafür sorgen, dass wir schneller die Sachen befördern können. Wie viel Geld produziert denn ein Waggon? Ein Waggon kann 4 Tonnen aufnehmen. So. 4 Tonnen, 4 mal 1,5 sind. Sind, na, sagt schon, 6. 6.000. Warte mal, eine Tonne hat hierher 5.000 gebracht. Mal 24.000. Ja gut, ganz ehrlich, die heben sich ja von den Betriebskosten gerade mal knapp auf, ne? Ich sag, die Waggons sind zu teuer. Die Betriebskosten vor allem auch. 4 Tonnen, das sind, ja wie gesagt, wenn eine Tonne 5.000 bringt auf der Strecke, sind 40 Tonnen, 200.000 knapp, wie gesagt. Und wenn die Betriebskosten schon so hoch sind, ne? Dann muss ich ja mindestens 2 Mal fahren im Jahr, um darauf zu kommen, auf ein Plus. Wenn jetzt, ja, dieses Jahr könnte ein Plus werden, weil er kommt jetzt gerade wieder an, aber weil er es auch geschafft hat, in dem Jahr jetzt 2 Mal zu kommen, ja, also hier einzutreffen. Aber das ist jetzt Zufall, dass er es geschafft hat, quasi 2 Mal, ne? Hier einzulaufen. Machen wir den Linienmanager zu, dann sehen wir nicht die Linien die ganze Zeit. Aber, na gut. Wir müssen mal abwarten. Ich weiß nicht, wie viel hier jetzt schon wieder liegt an Getreide. Ja, 34, das ist noch nicht ausreichend. Ja, es werden zwar wahrscheinlich wieder 40 werden, aber es wird nicht viel drüber sein wieder. Also aktuell bin ich vom Potenzial schon an dem Punkt, wo ich wirklich sage, ja, okay, es ist genauso viel, wie ich gerade habe. Ne? Jetzt sind ja 46, jetzt könnte ich 50 Tonnen befahren, aber trotzdem. Er hat natürlich sein Produkt hier schon massiv erhöht. Das ist, was geliefert werden könnte an Abnehmer. Und das ist, was bestellt werden kann von Zulieferern. Wenn wir den Zug länger machen würden, könnte er dann auch mehr bestellen. Der Zug kommt ja gerade leer zurück. Wir schicken mal den Zug hier dann gleich ins Depot, sobald er über die Weiche hier rüber ist. Ins Depot und hängen mal ein paar Waggons ab. Nicht viele. Also wie viel könnten wir maximal wegnehmen? 4. Wird man so 3 wegnehmen vielleicht. So. 3 Waggons. 1, 2. Das sind 12 Tonnen machen wir. 12 Tonnen weniger. Ja. Okay, Zug 2. Linie zuweisen. Raus mit dir. Wieder, gleich wieder raus. So, und wenn der jetzt hier Getreideabladen schickt, wir den auch mal rein und hängen wir die da an, die Waggon. Dann könnt ihr ja noch ein bisschen Vieh auch noch mitnehmen. So, zu 1, den jagen wir jetzt mal ins Depot. Da stellt fest, dass ich hier so viel Lebensmittel gar nicht benötige, also so viel Transportvolumen, weil ich so viel gerade gar nicht wegkriege. Und hängen wir jetzt nämlich hier die 3 noch ran an dem Zug da oben. So, und raus. So, jetzt haben wir hinten noch, haben wir vorne erstmal schön die
wie gehabt. Boah, jetzt bringen wir auch gar nichts, ne? Und jetzt haben wir hinten noch drei geschlossene Wagen dran. Und jetzt können wir theoretisch auch noch Vieh bestellen. Ich hoffe, dass er jetzt nicht Unmengen Vieh bestellt. Weil ansonsten habe ich das Problem, wenn er nämlich nur Vieh liefert, dann könnte ich ja kein Getreide mehr befördern hier. So, das erste Vieh wartet nämlich schon. Dann. So. Ich habe aber trotzdem beides bestellt, weil Vieh kann ich halt nicht so viel transportieren wie Getreide. So, ja, machen wir mal gespannt. Haben wir das ein bisschen umgeformt jetzt hier quasi. Jetzt hat der Zug weniger Betriebskosten. Der fördert dafür mehr, aber der weniger. Aber der kann auch mehr befördern. Weil der mehr Potenzial hat. Berlin ist ja weniger hier irgendwie. So, er 148 könnte er immer noch abnehmen aktuell in den Städten. Wir können ja mal die Städte angucken, ob wir da jetzt irgendwas schon erreicht haben. So, wir schon irgendeine Veränderung im Diagramm sehen. Ja, wir sehen, die Einkaufsmöglichkeiten gehen ein bisschen nach oben, aber nicht viel. Wir sind mittelmäßig versorgt, aber immerhin, wir haben mittelmäßig. Und dann gucken wir mal noch bei Ahrbrück rein, wie es hier aussieht. Boah, auch ein ganz bisschen blaue Linie hier angehoben, mittelmäßig 300%. Ja, ist noch nicht der Knüller, was wir hier liefern, aber wir liefern. So, wie viel Vieh haben wir jetzt hier schon? Vier, das ist ein Waggon, okay. Zwei Waggons, okay. Das heißt, wir machen die vier, die zehn Getreidewaggons voll und noch zwei Viehwaggons. Also wir liefern jetzt nämlich ein bisschen mehr. 48 Tonnen jetzt nämlich. Ich hoffe nur, dass jetzt hier nicht nur noch Vieh auftaucht, sondern wenn ich jetzt hier bloß noch Vieh liefern und kein Getreide mehr, das wäre natürlich ungünstig. Weil Vieh kann ich nicht so viel befördern. Er hat das Getreide mitgenommen. Genau. Achso, voll machen mit einer Ware. Genau, er nimmt natürlich jetzt nur Vieh. Wenn auch mindestens viermal Vieh vorhanden ist. Habe ich mir ja gesagt, voll machen mit einer Ware. Genau. Jetzt ist kein nicht mehr viermal Vieh da, sind da also Getreide. Genau. Wunderbar, okay. Na, passt ja ganz gut. So, der Zug kommt auch gleich wieder hier an. Jetzt müsste er ein bisschen mehr Geld auch mal nochmal gut 40.000 mehr nochmal bringen, schätze ich. Ja, 260.000, das klingt ja schon mal besser. 260.000, haben jetzt schon die Einnahmen wieder im letzten Jahr schon übertrumpft. Er hat zwar jetzt weniger Kapazität, der zweite Zug hier, aber der braucht gar nicht so viel, fällt mir auf, weil er ja immer nur die Hälfte mitnimmt, denn immer nur das, was man für die Stadt gerade ist, und daher braucht er gar nicht so viel. Notfalls können wir immer noch mal zwei Waggons abhängen und die da auch noch mal ranhängen, aber da gucken wir dann mal. So. Na, er soll nicht zu viel Vieh bestellen. Wenn er das ausgeglichen nämlich bestellt, dann wäre das ungünstig, weil ich halt nicht ausgeglichen das liefern kann. Ist der tut das nämlich schon anpassen hier. Wird ausgeglichener. Wie gesagt, Vieh. Kann ich nicht so viel, die ist schon 16 Tonnen, so viel kann ich gar nicht befördern. So, nein, ich will jetzt erstmal nichts hier nochmal umhängen mit den Waggons, ich lasse die jetzt erstmal so. Oh, wir haben fast zweieinhalb, wir haben gut 2,5 Millionen Minus schon. Naja, gut. Wollen wir mal gucken, ob das noch was wird hier. Oh, er liefert zu viel Vieh schon, ne? Er liefert viel zu viel Vieh schon. Getreide ist halt runtergefahren ein bisschen, ne? Ist das Potenzial immer noch höher, aber
So, der Zug ist jetzt wirklich voll mit Getreide und Vieh. Hat 52 Tonnen insgesamt. Wenn ich das Geld hätte, würde ich es durchaus noch länger machen, damit ich einfach so befördern kann. Ich könnte, wie gesagt, noch, ja, sagen wir mal, zwei Viehanhänger hinten noch ranhängen. Das ginge noch. Aber die dann da wegzunehmen von dem anderen Zug quasi, aber das ist jetzt nicht eigentlich nicht gewollt. So, der kam jetzt gerade wieder irgendwo an. Fährt jetzt nach Arbut Nord oder kommt wieder hierher. Der Zug ist, naja, Betriebskosten sind jetzt gesunken von dem Zug, ne? Aber, ja, das noch mal ein Preis, den ich für den Zug, der Zug noch mal bezahlen muss pro Kilometer oder oh, synchrone Ausfahrt hier, guck mal. Beide fahren gerade simultan aus dem Bahnhof raus, fast schon. Wahnsinn. Weil wenn das der Fall ist, dann wäre natürlich sinnvoll zu warten auch mit Sachen bis voll, so nach dem Motto. Dann wäre es natürlich sinnvoll darauf zu warten, dass die Züge voll sind. Dann erst zu liefern. Und ich damit die Betriebskosten senken kann. Wir haben ein Schiff bekommen. Die Zoroaster. Oder die Zoroaster, wie auch immer. Die haben wir gerade neu bekommen. So, wo ist er? Er kommt wieder zurück. Gut. Bestellt immer noch mehr Getreide als Tier, das ist schon mal gut. Versuche mehr Getreide anzuliefern, steht da immer noch. Weil das schon wieder leer ist, genau. Wir liefern ja schon mehr Getreide als wir Vieh liefern, aber. Ich würde lieben gern noch mehr anliefern, aber aktuell habe ich einfach nicht die Möglichkeit dazu. Hier überlagert schon zu viel Vieh langsam. Aber die Kutschen schaffen das noch, der Zug schafft es nicht abzutransportieren. Aktuell, obwohl er das Getreide jetzt fast alle macht. Wir werden ihn mal ins Depot schicken, sobald er die 20 Lebensmittel abgeladen hat. Und dann hängen wir ihm nochmal zwei Waggons ab. Die hängen wir dann ihm nochmal an. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Bisschen wir ins Depot schicken, tue ich ihn jetzt schon, aber das machen wir in der nächsten Folge, dass wir die Waggons hier umhängen. Und ich bedanke mich, dass ihr dabei wart. Hoffe, ihr hattet Spaß und wir sehen uns morgen wieder. Und ja, bleibt mir nur zu sagen, ciao, tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss!